Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bzw. einer neuen Episode Party Hard. Wie ihr seht, haben wir schon das nächste Level freigespielt, denn das Glück ist nicht mit den Dummen. Ich habe zwar den Sound aufgenommen, aber vergessen den Fraps aufzunehmen. Heißt, ich werde das Casino jetzt nochmal spielen, was aber kein Problem ist, denn es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das Casino ist super, werdet ihr sehen. So, die eine Idee, die ich vorhin schon hatte. Ich gehe direkt hier rein, fupp, pushe dann runter, weil die gehen jetzt alle raus und dann haue ich das Auto hier an. Und dann werden die nämlich alle umgefahren. Zack, inklusive dem Türsteher vorne. Denn der Türsteher lässt uns nicht rein. Genau, der Türsteher lässt uns nicht rein. Das heißt, wir müssen uns hier reinschleichen. So, hier auf der Bühne. Und jetzt mal das Ding an. Zack. So, das finden wir hier. Jawoll. Hallo. Zack. Zack. Haha. So, der geht jetzt runter und haut den um. Ah. Ne, der verzieht sich. Okay, da kommt die Polizei. Hier oben zu den Dingen. Alles klar. Ja, die scheinen dir nicht allzu sehr zu interessieren da. Wir können... Ja, gut, wir gehen jetzt hinten rum. Natürlich machen wir jetzt mal eins. Nämlich das hier. Ja. Yeah. Achter-Kombo? Was soll das denn? Ja, seht ihr, wie sehr denen das gefällt hier, dass ich am Rumdancen bin. Ich gar nicht. Aber mir gehört die Bude hier. Ihr werdet schon sehen. Das ist meine Party. Ich werde ganz schnell den Strom abstellen. So, jagen wir mal Vega hier. Tingle Tangle Bob und die Ladies im Pool warten nämlich auf mich. Gut, dann werden wir erstmal den anzünden. Den anzünden. Und dann geht's rund hier. Plopp. Plopp. Mich hat natürlich keiner in Verdacht. Denn ich war das auch nicht. So, dann gehen wir jetzt erstmal raus. Und gucken jetzt erstmal dabei zu, was passiert. Denn es ist immer wichtig, den Überblick zu behalten, wo Leute sterben, dass man nicht in Sichtweite ist, dass man irgendwie verdächtig wird, da wen umgebracht zu haben. Denn auch wenn die mit der Bohle einfach umkippen in der Nähe von einem, wie der hier, oh, und man gesichtet wird in der Nähe davon, dann wird man trotzdem verdächtigt. Das heißt, nicht so gut. Ne? So, den Cowboy holen wir uns jetzt. Zack. Genauso wie die hier. Machen wir das Ding hier mal an. Die da unten wird nämlich jetzt verhaftet. Weil die verdächtigen sich jetzt alle gegenseitig. Der da unten, der Sänger, ist im Pool. Der hat im schwarzen Shirt, der wird jetzt auch festgenommen. Knüppel über Kopf gezogen. Der da oben wird umgebracht, weil er irgendwie in Panik ist. Seht ihr, das ist das pure Chaos, was ich veranstaltet habe. Ach, herrlich. Und die ruft jetzt auch wieder die Polizei. Polizei, Krankenwagen, alle kommen sie. Ich lasse sie erstmal ihre Arbeit erledigen. Die ruft jetzt auch wieder wen, hoffentlich irgendwen verdächtigt. Da, der nächste platt gefahren. Das erledigt sich gerade alles ein bisschen von selber. Der nächste festgenommen. So, aber ich glaube, der beruhigt sich jetzt auch so langsam. Die Bohle hat ausgedient. Da draußen liegt jetzt noch eine Leiche. Die kann aber... Ja, seht ihr, war keiner, um den wen zu verdächtigen. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal... Ja, der Bassist kommt hier runter. Nee, tut er nicht. Trotzdem hauen wir den jetzt erstmal um und gehen dann weg. So, unten kommt der nächste. Ja, der hat aber wen gesehen. So, hier kann ich, wie ich letzte Runde erfahren habe, die ich leider nicht aufgenommen habe, weil ich zu dämlich bin, einen Anruf machen. Ja. Dann kommt nämlich draußen irgendein Ding angefahren und das fährt die Leute draußen um. Fährt sie über den Haufen. Jetzt müssen wir trotzdem mal gucken, wie wir weitermachen. Den hauen wir mal schnell um. Fort hier. Die da draußen können wir auch umhauen, sobald der Polizist weg ist. Wobei, ich glaube, ich habe oben erstmal den anderen Türsteher um. Ach, verdammt, nein. Nicht ernsthaft. Nein. Das gibt's doch nicht. Ich wusste, dass der vorne mich umhaut. Also komplett umhaut, umbringt. Aber dass der Türsteher hinten das ausmacht, auch macht, das war beim ersten Mal nicht so. Deswegen, oh, gefundenes Fressen, bitte, bleib da stehen, bitte, lauf schnell, lauf schnell, lauf schnell, lauf, 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 lauf
Stück Auto los. Ja, 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 ja! Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie schön war das denn? Oh mein Gott! Wie schön war das denn? Oh, wie herrlich! Wie herrlich! Okay, haben wir das Kabel mal runter. Nee, hey, sie sollen ja ruhig platt machen. Wir holen uns die Machete. Hier ist irgendwas explodiert. Was aber nicht was. So, dann gehen wir, glaube ich, wieder die zwei Lautsprecher anzünden. Eine Bohle haben wir diesmal, glaube ich, leider nicht. Aber... Na gut, der Türsteher wurde platt gemacht da. Das ist schon mal gut. Nein, nein, nein. Okay, dann gehen wir erstmal weg. Sonst bin ich in Verdacht geraten. Dann machen wir gleich die andere an. Zack. Hä? Ist nur einer umgekommen. Okay, dann gehen wir jetzt mal raus. Okay, aber ich glaube, die wird nicht so viel bringen. Zack, doch. Zwei Leute mitgenommen. Kommt schon, verdächtigt euch gegenseitig. Schade, dass die Bohle nicht da ist. Wir geraten alle in Panik, hoffentlich hauen die sich auch gegenseitig auf die Schnüss. Dass sie uns dann mal ein bisschen Arbeit abnehmen. Das wäre schön. Das wäre schön. Ich habe mal ein Schlückchen Kaffee. So. Ach, wie schön die Wampe von dem Typen, der am Pool hin und her wabbelt. Super. Ja, das gefällt mir gut. Ziehen wir mal ein bisschen weiter und gucken, ob wir noch irgendwen über den Jordan schicken können. Zum Beispiel die ganzen Leute, die hier so panisch umherlaufen. Ja, der Herr Polizist möge doch bitte mal ein paar Leute einsacken und sich dann wieder verziehen, damit ich meine Arbeit machen kann. Den hier kann ich zum Beispiel schon mal mitnehmen. Und Dinge anzünden. Schnell raus, sonst bin ich selber dran. Und... Plopp. Ach, verdammt. Keiner reingelaufen. Aber es brennt ja noch ein bisschen. Der Herr Polizist vielleicht? Ha? Zack! Nächst über einen Haufen gefahren. Ja, scheint aber nicht umgekommen zu sein. Aber ich glaube, wir können mal einen Anruf machen. Und die da draußen... Ja, begrüßen. Eine Dienstleistung zukommen zu lassen. Wir schicken ihm mal eine Pizza. Ah ne, war ein Donut. Och, Manu. Schade. Leider nichts passiert. Okay, Feuerwehrleute, verzieht euch bitte. Raus, 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 raus. Dies hier ist ein Notfall. Zack. Was ist denn los, Michael? Ah, der Michael ist doch immer wieder da, ne? So, die sieht den jetzt erstmal und geht dann Polizei rufen. Okay, jetzt er? Nein, wird keiner. Dann gehen wir erstmal raus. Diese... Draußen diese Blutspuren, das sieht aus wie so ein Gemisch aus Haut, Organ, Kleidungsfetzen. Geht der Fall, so ist der rote Teppich. Der rote Teppich vom Club, so wird man begrüßt hier. So sieht das hier immer aus. Hier würde ich gerne was in die Luft jagen. Aber es gibt nichts mehr. Verdammt. Ich kann die auch nicht einfach so alle zack, zack, grundlos über den Jordan schicken. Könnt vielleicht hier dann gleich mal so einen, der rauskommt. Zack, und dann wieder rein. Aber, ja, jetzt kommen zwei raus. Ja, da ist schon das Problem. Die Krankenwagen hier, ein Polizeiwagen ist auch da. Warum, weiß ich nicht. Die müssen sich einfach mal ein bisschen mehr separieren hier. Ja, komm, komm. Ja, der steht jetzt nur am Telefon rum. Ja, Polizist, wir kommen, komm rein, komm rein, komm bitte beide. Schade. Machen wir erstmal den um. Oh nein, oh Gott, da kommt eine. Oh. Und schnell, 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 schnell. Hallo. Bam. Super. Mir gefällt die Machete. Leider ist sie ein bisschen langsam, dass wir da nicht so schnell durch den Kopf zischen können. Sag ich es mal so.
So, wir leben, machen wir weiter. Jetzt hören wir uns auch erstmal. Nee, können wir nicht. Meine Freunde, es wird kompliziert. Okay, die gehen jetzt alle rüber. Der Cowboy steht aber noch da. Arriskiermat. Ha! Hat funktioniert. Dann gehen wir wieder von außen rein. Guckt nochmal, was da sonst noch so passiert. Schlückchen Kaffee. Ja. Die Dame, die sich da oben jetzt... Nein. Die verdächtigen mich. Ah! Okay. Ja, jetzt liegt sie in der Pizza. Die können wir natürlich nicht vergiften. So, der ruft jetzt dafür die... Ich kann mich wieder bewegen. Der ruft dafür jetzt die Polizei. Die Polizei! Oh. Schwein gehabt. So, den da draußen will ich mir vornehmen. Nur stehen da ein paar Leute vor dem Fenster. Zack! Ha! Das wäre es auch mit ihm gewesen. Dann begeben wir uns jetzt einmal ein wenig weiter rein. Was macht sie jetzt? Geht sie hoch? Nee, sie geht nur zum Telefon, oder? Nein, sie geht hier rein. Korrekt. Okay. Zack. Nehmen wir mal weg. Gehen wir wieder von außen rein. Ah, in der Küche liegt einiges an Leichen. Zack. Nein. Ich war das nicht. Dickerchen. Komm. Ja, so geht's. Ne? Wir machen ein bisschen unseren Rundgang. Geben mal hier High Five. Geben mal da High Five. Geben mal der hier High Five. Okay, der wird schon mal gesehen. Das heißt, da zum Eingang kann ich wieder hin. Jetzt wird die da hinten gesehen. Hoffentlich. Jawohl. Dann kann ich da auch wieder hin. Ja, in der Küche waren so nett. Und da draußen in der Ecke muss ich da aufpassen, dass ich mich da nicht allzu viel aufhalte. Aber so langsam schnibbeln wir uns durch die Party. Dann können wir ein bisschen hier, die Tanzfläche ist frei. Ein bisschen abdancen. Ja, da am Billardtisch müssen wir es in die Luft jagen können, ne? Das wäre super. Das wäre perfekt. Hey, Lady. Aber er tut sich so gut wie gar nichts. Okay, sie bewegt sich weg. Wo geht sie hin? Ja, die geht nicht allzu weit. Wo gehen die anderen hin? Okay, ich glaube, wir kommen zwei raus. Jawohl. Was? Die kann ich jetzt nicht. Komm um die Ecke, komm. Zack. Oh. Ja, Murderer. Idiot. So. Auch schon ein bisschen ja, verwunderlich, dass wenn ich mit so einem dicken Messer an einem vorbeihaue, die Hauptschlagader am Hals verfehle, ich denke, ja, hä? Da war vielleicht irgendein Insekt, der da wegkloppen wollte. Aber an mich wollte er natürlich nicht ran. Ich gehe einfach mal ganz normal weiter. Ah ja, genau, hier kann ich einfach so durchlatschen. Tada! Aber dann tot gefahren werden, weißt du? Warte mal, wieder. Jetzt ist sie draußen. Schade. Ah, doch, gehen wir mal hinterher. Vielleicht können wir ja doch mal zustechen bei der Dame. Hä? Okay, was, wenn wir das scheinen alle wegzu... Nein, oh, die guckt. Oh, Schwein gehabt. So. Dann gehen wir mal weiter. Luren. Wir müssen uns aber wirklich ganz langsam hier durchschnibbeln. Weil die Leute, die wollen sich nicht wirklich bewegen. Komm hier hoch. Hallo. Hui. Ne, die geht runter. Okay, nehme ich mir die mal vor. Aber so langsam machen wir uns. Kann ich nicht irgendwie für eine Ablenkung sorgen? Youth Trap. Ja, das ist mir spannend. Listen. Ah, das soll zuhören sein. Aha. Die Hilfe, die man sich anzeigen lassen kann. Ja, wenn ich hier jetzt einfach loslege, dann war es das. Kann ich natürlich auch hier hinstellen und einen nach dem anderen abmurksen, weil raus können die von hier aus nicht. Aber ich habe keine Lust, nochmal alles neu machen zu müssen. Deswegen
mit dem können wir auch nicht weitermachen. Hallo! Bewegt euch mal ein wenig! Hey, kleiner Mann. Kannst du die Pizza behalten? Dafür gebe ich dir ein Messer in den Hals. Was hältst du davon? Ist dann ein Angebot. Hell yeah! Ja, alles klar. So, was, wenn ich abdance, bewegen die sich dann mal fort. Ja, genau. Der erste wundert sich schon. What? Fuck off. Jawohl. Der bewegt sich. Der bewegt sich auch. Der bewegt sich auch. So habe ich sie vertrieben. Alles klar. Die werde ich alle, beide, über den Jordan schicken jetzt. Zack. So, den über den Jordan geschickt. Ich hoffe, der verdächtigt mich nicht. Die Polizei kommt, ich werde nicht verdächtigt. Alles klar. Der geht raus. Dem gehen wir hinterher. Zack. Von hinten ermeuchelt. So, und der Idiot. Der Herr Beamte. Geht da unten lang. Zack. Und den nächsten. So, jetzt kommt der Kellner. Wahrscheinlich hier. Ne, der geht da oben hin. Nehmen wir weg, damit, wenn die in die Tür reingucken, dann nicht direkt. So, sieht das schon um einiges besser aus. Dann gucke ich mal, ob ich die nächsten da vorne mit meinen Dance-Moves verjagen kann. Komm schon. Dude. Was denn? Ja, seht ihr, die erste geht. Nächste geht. Ah, dafür ist das vielleicht sogar tatsächlich sogar gedacht. Um die mal ein bisschen in Bewegung zu bringen hier. Okay, da kommt jetzt der Beamte. Die anderen gehen weg. Dann muss ich mal gucken, wo die so hingehen. Geht da oben hin, die geht da hin. Da würde ich jetzt mal mir den Pizzaboten vorknöpfen. Zack. Okay, die dancen da jetzt ab. Dann gehe ich den Typen da draußen holen. Da haben sich die Damen da vielleicht ein wenig verteilt. Hey, willst du tanzen? Oh, Manu. Hey, willst du tanzen? No. Hey, willst du tanzen? Komm, lass uns tanzen. Lass uns tanzen. Hey, dann lass uns tanzen. Hey. Aber das ist gut. Gut zu wissen. So kann ich ihn vertreiben. In Ecken jagen. Wie in der Natur. Wie die Löwen. Wir jagen einfach die Leute in die... Oh. Hat die mich etwa damit in Verbindung gebracht? Zack. Haha. So, da unten ist die letzte. Dann haben wir es geschafft, Jungs. Und Mädels natürlich. So. Hier haben wir den mal ein bisschen hinterher. Und zapp! So, sehr schön. Hammert. Das Casino ist unser. Das Casino ist unser, meine Freunde. Wir haben es geschafft. Die nächste Party. Zerschnibbelt. Schnibbel, schnibbel, schnipp. Story. The Vegas killings were the ones that really threw this son of a bitch into the spotlight. That's when the papers started calling him the party hard killer. Two massacres in one night. He had the gall to stalk the streets with cops all around him, sectioning off the city. And he'd simply pick another spot to call his killing ground. But you know, Mr. West, the city, this living, breathing organism doused in lights and scars, it can really bring feelings bubbling up to the surface for some people. Is that so? Why a roof party then? It made no sense with his MO. On the contrary, Mr. West, I'd suggest it made perfect sense, being so close to the sky, yet behaving like worms. Perhaps he felt that those people simply deserved to be back in the dirt where they belonged. So, wir sind eine Party weiter, und zwar geht's aufs Dach. Bei einer sogenannten Roof-Party. Da bin ich mal gespannt. Es macht echt richtig Bock. Es macht richtig Bock. Wir schnippeln uns hier jetzt mal zusammen von Party zu Party und gucken, was uns so alles zwischen die Finger kommt.
Da haben wir dann noch eine Bootparty, Miami Party, ein Partybus, der wird super Open Air. Da haben wir noch ganz viel. Ganz viel. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, was sie noch so an Funnen für uns parat haben. Ja, wie wir die Umgebung nutzen können. Da macht richtig Spaß. Ich bin mal gespannt. Und das war's für diese Episode. Wenn es euch gefallen hat, Daumen, Kommentar, Abo, wie ihr wollt. Teilt es mit euren Freunden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao. Boah, ist das geil. Ist das geil. Boah, da muss ich mir ein bisschen länger angucken. Bist du etwa ein Rebell, mein Freund? Ha? Willst du das geil?